Ha! Willkommen zurück zu, wollte gerade Sekiro sagen, oder Darksiders. Nee, Gothic 2, dem Spiel von 2002. Ich war noch einkaufen, kurz vorm Stream, weil ich habe die letzten zwei Stunden damit zugebracht, den Boot meines Linux-Laptops zu reparieren. Und es war erstaunlich schwierig, beziehungsweise eigentlich war es total einfach, wenn ich mal gleich den Anweisungen von Anabi gefolgt hätte. Es hat am Ende geklappt, ich bin sehr stolz, aber auf einmal war es um 8 und ich musste noch kurz einkaufen und naja, alles generell überhaupt. Aber jetzt hat ja alles geklappt, jetzt ist alles gut. So, ich komme gerade oben von den Bauern und da habe ich eigentlich nur Striche gemacht. Ne? Ich habe so ein paar Viecher im Wald um mich hauen, um zu leveln, aber richtig vorangekommen bin ich damit noch nicht. Ich kann jetzt Taschen, nee, Quatsch, die Schlösser knacken. Genau, das sind eigentlich nämlich um mein Zettel liegen, wo die Kombinationen drauf liegen. Und ja, die Bluetooth-Mac-Adresse meiner Maus, die ich immer noch nicht zum Laufen gekriegt habe, aber was soll's. Ja, da war ich auf jeden Fall einkaufen, richtig toll. Ich hab wie Chips gekauft, wurde ich von einer Frau hinter mir angesprochen, ob mir das schmeckt. Ich hab irgendwelche Chips gegriffen, das sind glaube ich, weiß nicht, das sind so Bockwurst-Stil, das oder so, das ist keine Ahnung. Auf jeden Fall, glaube ich, nicht so lecker, weiß ich nicht. Habe ich jetzt erstmal gekauft, mal gucken, wie das wird. Hat die sich die ganze Zeit, während ich an der Kasse stand, im Supermarkt mit mir unterhalten. Die ganze Zeit, der nicht aufhört. Hat erzählt, wie sie jetzt zur Nachtschicht fährt, wie sie 2 Jahre Rente anmelden muss und die Schoki braucht sie ja. Hey. Die Schoki braucht sie ja, um gut durchzukommen. Sie hat ja ganz viel Kraft, die Kollegen wundern sich immer, die Jungschen können nix. Das war der ganze Dialog, aber ich hab große Schwierigkeiten mit so Smalltalk, ne? So, kann ich jetzt eigentlich bei Watras jetzt erzählen, dass ich jetzt rausgefunden habe, wo die sind, die Vermissten? Nicht wirklich, oder? Aber Inos sah was. Die Erkenntnis habe ich mir schon damit geteilt, oder? Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich will dir erzählen, was ich weiß. Was hast du herausgefunden? Bisher leider nichts Wesentliches. Nee! Ich habe da was Wesentliches rausgefunden. Was habe ich letztens schon versucht? Irgendwas? Waffenhändler? Habe ich da was? Wegen dieses Waffenhändlers. Ich habe eine Steintafel. Ich habe hier eine Steintafel. Kannst du mir mehr darüber sagen? Das sind Artefakte der alten Kultur, die wir seit einiger Zeit untersuchen. Es gibt verschiedene Arten davon. Einige enthalten Informationen über die Geschichte des alten Volkes. Und genau an diesen bin ich interessiert. Bring mir davon alle, die du finden kannst. Ich werde dich angemessen entlohnen. Jo, ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Gebe ich ihn jetzt, aber ich gebe ihm jetzt nicht meine alten Steintafeln des Dings. Ich sitze übrigens vor dem Dialog, fällt mir gerade so auf. Ich glaube nicht, dass die alte Frau mit Kaffee trinken wollte. So, wie tappe ich aus diesem Spiel jetzt hier raus und versetze mein Dings? Kannst du mich heilen? Kannst du mich heilen? Adanos Segen. Ja, Maul. So, Marschkräfte wird wohl nichts. So, Judy. Ich versuche mal hier rauszutappen aus diesem Spiel. Okay, ich habe mein Schwert fallen lassen. Das war total. Also das war übrigens. Das war gerade mein Versuch rauszutappen, ne? Ich komme aus diesem Spiel nicht raus. Wenn ihr einmal drin bist, kommst du nicht da raus. Und Inos. Na gut, dann sitze ich jetzt für die Folge oder bis das Spiel das nächste Mal abstürzt, sitze ich jetzt genau hier. Guck mal, da oben steht eine Flasche auf der Mauer. Ich glaub, hoch. Nein. Die Klettermechanik von diesem Spiel ist auch mal wach. Die Klettermechanik ist schon der Wahnsinn, ne? Aber Adam, ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Und das Wesen wurde wohnt ja nicht hier oben. Gritter? Ach! Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Versuchst du gerade abzulaufen? Weiter. Was war er doch für ein guter Kerl. Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten Schule. Wir hatten alles. Vermögen, Glück. Manchmal wurden wir sogar eingeladen zu der feinen Gesellschaft. Das waren Feste. All die schönen Kleider und Frisuren. Das feine Essen und kultivierte Unterhaltungen. Damals war alles besser. Da hat sich niemand getraut, mit so lächerlichen Forderungen das Herz einer armen Witwe zu beschämen. Was soll ich denn machen? Die Rente reicht ja kaum zum Leben und die Zeiten werden auch nicht besser. Das sieht man doch jetzt überall. Die Leute müssen sparen. Es ist schon seit Wochen kein Schiff mehr in die Stadt gekommen. Mein Mann war Handelsschiffkapitän. Ja, nicht nur Kapitän, das Schiff gehörte ihm. Von seinen langen Reisen brachte er immer ein Geschenk für mich mit. Kostbare Stoffe vom Festland. Erlesene Gewürze aus den südlichen Ländern. Also irgendwie ist es ein ganz schön Labertante, oder?
Die meisten Leute kennen so etwas gar nicht. Doch dann eines Tages erreichte mich die Botschaft vom Untergang der Gritta. So hieß das Schiff. Mein Mann hatte das Schiff aus Liebe zu mir so genannt. Ich habe geweint und gefleht, dass mein Mann das Unglück überlebt hat. Jeden Tag erhoffte ich, Nachricht von ihm zu bekommen. Doch meine Sehnsucht blieb unerfüllt. Innos möge seiner Seele gnädig sein. Möge er in Frieden ruhen. Seit dieser Zeit lebe ich nun in diesen bescheidenen Verhältnissen. Und das letzte bisschen von meinen Ersparnissen will mir jetzt dieser Seelenverkäufer Matteo abnehmen. Hab doch Erbarmen mit einer armen Frau. Damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Wenn man kein Geld hat, sollte man vielleicht kein Geld ausgeben, Madame. Ich weiß langsam nicht mehr, was war er doch für ein guter Kerl. Gut aussehend, fleißig. Oh. Manchmal wurden wir so das feine Essen. Ich kann das nicht glauben. Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Und keine Dunkelheit. Die Probleme habe ich kommen. Das ist dann eine Argumentation. Ich habe kein Gold, aber ich habe Sachen gekauft. Dann verkaufen wir halt ein paar von deinen Klamotten. Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. Untersteh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut. Hier ist das Gold. Na also, geht doch. Verlasse jetzt bitte mein Haus. Ah ja, naja. Na gut, wir geben mal brav Matteo sein Gold. Einfach nur für die XP, weil mit 100 Gold kann ich relativ wenig machen. Tatsächlich ist Gold gerade nicht eins meiner Probleme. Also schon, weil ich das noch brauche für meine Mitgliedschaft bei beim Dingsbums hier, den Burschens hier, Feuerring, nee, wie heißen die denn? Die Adanos, nee, Innos drüben. So, hier, moin Matteo, grüß dich. Hab hier dein Geld. Hier, Hier hast du deine 100 Goldstücke. Und? Hat sie Probleme gemacht? Keine nennenswerten. Gut, damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Tja, ja. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Die anderen Meister werden von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Na bitte, läuft doch. Gut, schönen Tag noch. So, 100 XP, nee, 200 XP dafür kriegt viel Spaß hier, ne? Na gut. Ich hätte vielleicht auch leicht in der gleichen Zeit drei Scavenger irgendwo im Wald erschlagen können, aber das wäre nicht so witzig gewesen. Na gut, das würde ich mal sagen, die Link nutzen wir mal direkt, um zu speichern. Man weiß ja nie, wenn wieder schlechte Zeiten kommen. Und mit meinem Mann, der damals auf hoher See war, und da war es noch toll, das hätte sich niemand getraut. Ein Kavalier in einer halben Stunde. So toll. Ah, herrlich. Das hat tatsächlich viel Spaß gemacht. So, habe ich noch Fische im Inventar? Kann ich das? Da hinten war doch noch die olle Zippe, die Fische gekocht hat. Ich habe tatsächlich noch Fisch. Gehen wir mal zur ollen Fischzippe. Ich warte übrigens immer noch, dass der lustige Schuldenertrauer zu mir kommt und seine 200 läppischen Gold wieder haben möchte. Ich bin nicht bereit zu zahlen, aber... Oh, jetzt schon abgestürzt? Nee. Okay. Wäre auch echt überraschend, das Spiel ist schon nach 8 Minuten... Karl? Karl hatte nichts Besonderes, oder? Genau, der hatte nur hier, der hatte nur das Stärketraining. Das Ding ist, ich... Womit denn? Ich habe am Anfang gedacht, dass du ja... Was hab ich denn nicht denn? Womit denn? Okay, das ist... Das Schmieden muss man wirklich komplett machen? Wer ist er denn hier eigentlich noch? Ignaz? Ah, du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Ja, genau. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich kenne dich schon. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches, also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht, aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Aha. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Mhm. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen.
Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Den Typen hätte ich mal eher treffen sollen. Das Problem ist, ich habe gerade keine Skillpunkte. Ich kann mir halt noch so viel beibringen, aber ich kann es halt nicht lernen. Obwohl das ein wichtig. Obwohl das ist so ein. Nee, sonst ist das ein Skill, der 10 Skillpunkte kostet, ne? Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Toll. Kann ich mit seiner leichten Dings hier reden? Was kann ich hier noch lesen? Hey, Tränkmarge. Ja gut, das bringt mir nichts. Aber hey, wir haben 25 Erfahrungspunkte dafür gekriegt. Dreht sich mit dem her, ich würde... Hat der Problem damit, wenn ich seinen Trank mitnehme? Na warte, du dreckiger Dieb! Moment! Moment! Ich habe ein Einsatzpotenzial für diesen Zauberspruch! Moment, das probieren wir gleich mal. Wo ist denn das Ding hier? Das scheint mir die Königslösung zu sein für mein Problem. Wo ist denn das Ding hier? Ich habe doch... Vergessen habe ich doch schon öfter. Oder gibt es ein besonderes Vergessen? Großer Feuerball? Wo ist denn das hier? Ah ja, vergessen, genau. Das habe ich... Jetzt guck dir mich nicht mehr an. Bursche, ich versuche dich hier gerade zu beklauen. Jetzt hat er eine Spur, oder? Oder war jetzt hier? Na warte, du dreckiger Dieb. Ignaz scheint nicht so der vergessliche Typ zu sein. Na gut. Dann räumen wir halt trotzdem seinen Schrank leer, aber rennen weiter. Hätte es ja um. Ich ist nicht gerade so die feine englische Art, ich weiß, aber. Jetzt regnet es wirklich. Ist ja auch praktisch. Aber wir wagen nochmal einen Kicksafe. Soll irgendjemand angreifen, der alleine ist? Achso, den vergessenen Zauber sollte ich mir vielleicht trotzdem auf der Kurztaste legen. Ich hoffe übrigens, dass ich keine Skill-Tafel dafür gerade verbraucht habe. Ne, das war so eine normale Steintafel, ne? Anscheinend gibt es noch eine dritte Art von Steintafel. Ich dachte, es gibt nur die Portal-Dinger, die Sachen, die mir was beibringen. So, welcher NPC fällt mir denn ein, der alleine steht und der verärgert ist? Also, man darf mich ja keiner sehen. Die Wachen stehen zu zweit, oder? Ich kenne hier eine Wache, aber... Ja, die wird schon irgendwie... Also, richtig alleine stehen tut die auch nicht. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Da wurde ein einsamer NPC rum. Der eine Jäger, der den Troll alleine one-shottet. Nicht one-shottet, aber den Troll zumindest alleine besiegen kann. Der steht draußen rum. Alleine. Aber ich ahne, Kavalon? Ach, Kavalon. Aber ich nur sah, was geschehen war. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Er betrat sicher? Das Land. Was willst du wissen? Und er erwähnte den Menschen. Nö, eigentlich nicht. Und obwohl Bogen natürlich voll gut wäre. Und der Mensch war ihm untertan. Ja. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Was ist das hier eigentlich? Karagon? Kenn ich den schon? Kriege ich ja was zu trinken? Wenn du Gold hast, kannst du ja sogar was essen, wenn du willst. Ja, nett. Und wie läuft das Geschäft so? Ach, hör auf. Lord André lässt am Galgenplatz Freibier ausschenken. Jetzt kommen fast nur noch die reichen Leute aus der Oberstadt her. Was ist so falsch an denen? Einige von den feinen Pinkeln können dir ganz schön auf die Nerven gehen. Dieser Valentino zum Beispiel. Ich kann den Kerl nicht leiden. Aber ich kann mir meine Kundschaft nicht aussuchen. Ich brauche jedes Goldstück. Das bisschen, was ich gespart habe, ist mir zusammen mit meinem ganzen Silber gestohlen worden. Aha, das ist interessant. Du bist bestohlen worden? Ja, ist schon eine Weile her. An dem Abend war es noch ziemlich voll und ich habe Bier rumgebracht. Ich war nicht lange hinter der Theke weg, aber den Mistkerlen hat's gereicht. Ich war schon bei der Miliz deswegen, aber die haben natürlich nichts gefunden. Stattdessen besaufen sie sich am Freibierstand. Ja, so ein Freibierstand ist auch echt verlockend, muss man ja zugeben, ne? Ach ja, guck mal, er hat auch Informationen heute.
Erzähl mir etwas über die vermissten Bürger der Stadt. Ich habe gehört, dass es viele am Hafen unten erwischt haben soll. Was nicht verwunderlich ist bei der Gegend da unten. Selbst Torben, der Tischler in der Unterstadt, beklagt den Verlust seines Lehrlings. Hakon, ein Händler vom Marktplatz, erzählte eine besonders abenteuerliche Geschichte. Er meinte, da wäre so ein Typ, dem er sonst jeden Tag über den Weg gelaufen wäre, auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Er ist deswegen sogar bei der Miliz gewesen. Die Bürger der Stadt sind daraufhin alle ziemlich in Panik geraten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich schätze, das ist alles Unsinn. Korinnis ist eine raue Stadt und vor den Toren lauern eine Menge Gefahren. Wenn du nicht innerhalb der Stadtmauern bleibst, wirst du von Banditen überfallen oder von wilden Tieren gefressen. So einfach ist das. Das Ding ist, wir wissen ja eigentlich schon, dass der Lehrling von Bosbar ist ja eigentlich mit der einen Nutte weggerannt, oder nicht? Jut, ich sitze immer noch vor dem Dialog. Großartig. Ich hab denn Silber? Hab ich? Hab ich? Was ist los mit diesem Valentino? Er ist stinkreich und muss nicht arbeiten. Und er bindet das auch jedem auf die Nase. Egal, ob man's hören will oder nicht. Er säuft viel und bleibt immer bis zum Ende, bis er dann früh am Morgen zurück ins obere Viertel wankt. Das geht jeden Tag so. Vielleicht möchte er einen Laufkumpan mitnehmen. Was muss ich machen, um ins obere Viertel zu kommen? Du musst Bürger der Stadt sein. Such dir eine Arbeit. Am besten bei den Handwerkern in der Unterstadt. Dann bist du ein Bürger der Stadt. Tja, und wenn dir das noch nicht reicht, dann sprich mit Lord André in der Kaserne. Vielleicht nimmt er dich ja bei der Stadtwache auf. Die kommen auch ins obere Viertel. Ich mach das mit dem Silber gleich. Ich muss vorher zeig mir deine Ware. Das hat er im Angebot. Na ja, gut, das ist, er hat jetzt keine Überraschung im Angebot, sag ich mal. Beim Wirt rechnet man irgendwie mit Getränken. Das ist übrigens eine Auffälligkeit hier in Gothic, ne? Das ist, sonst hast du in Spielen, hast du das mal, dass die Wirte halt irgendwie alles haben und der hier hat wirklich nur Getränke im Angebot. Also sonst hat echt nichts. So. Ich hab dein Silber. Ich weiß ja nicht, wo ich das her habe, aber ich hab das anscheinend. Ich hab dein Silber. Tatsächlich. Hier, nimm das als Belohnung. Ein ganz besonderes Bier. Es ist mein letztes Fass. Ja, danke. Aber hey, 150 Erfahrungspunkte. Was jetzt echt nicht viel... Es gibt die Ego-Perspektive in diesem Spiel? Ach stimmt, ganz am Anfang habe ich die mal ausprobiert und hab denen darüber geflucht, dass die Müll ist. Der Mensch. Und Adanos gefiel, was entstanden war. Und er freute sich an. Hier, dem Zweiherde? Markt? Hey, den Namen. Du! Okay. Das ist ein austauschbarer NPC. Na gut. So, was habe ich denn jetzt hier für ein besonderes Bier gekriegt? Steckt das ja mit dem anderen Bier. So besonders ist das? Was habe ich denn hier? Eine Wurst? Tatsächlich. Das ist wirklich nur eine Wurst. Ich habe schon wieder 15 Fleisch. Und ich brauche mehr Stärke. Da könnte ich die Armbrust benutzen. Obwohl ich, immer, ich weiß immer noch nicht, wer Dragomir ist. Ich muss die 49 Bolzen noch verkaufen, die ich auf Tasche habe. Und vielleicht die ganzen überzähligen Waffen, die ich habe. Das sind echt viele. Und so aus die gesperrt, die können auch alle fünf weg. Bier. Echter Seemannskrog? Nö. Ach hier. Bier. Karawans Spezialbier. Wert 20. Hallo Gob. Also das Bier von Karagon hat zwar einen Eigennamen, aber es kann auch nichts. Ich muss immer eine Hütte finden hier. Bier nicht, in der Teil waren die jetzt hier 20 Mal vorbeigelaufen. Also man sieht übrigens gerade gar nichts außer den Himmel. Aber trotzdem bin ich in dieser Teil, werden da noch vorbeigelaufen. So, das ist jetzt. Naja, gut. Gehen wir erstmal pennen und dann gucken wir mal, wie wir am neuen Tag weitermachen. Ne? Das ist ja... Moment, nicht das Bett nehmen. Wir nehmen das Bett, wo wir richtig drum liegen. Ach, das ist ja auch so ein dämliches. Oh. Ich frage mich wirklich, ob da der Level-Designer beim Bett platzieren geschlampt hat, weil niemand schläft so, oder? Naja, wie muss sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal.